Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Heute gönnen wir uns anonym featuring Say It. Oh Gott, Cortez oder Corte, ich denke, keine Ahnung, Aussprache King, Sven ist mal wieder am Start. Jedenfalls anonym featuring Say It, wir gönnen uns, ich weiß gar nicht, wie die Kombi zusammengekommen ist. So, ich habe noch nie gesehen, dass die irgendwas miteinander zu tun hatten oder so. Keine Ahnung, finde ich auf jeden Fall, könnte echt eine geile Kombi werden. Bin mal gespannt auf den Song. Wie gesagt, ich war ein paar Tage krank, habe mir die ganzen Releases alle noch nicht angehört. Deswegen auf jeden Fall First Time Reaction und wir schauen jetzt rein. Ich laber gar nicht mehr so viel Bullshit, Leute. Wir hören uns einfach den Song an. Könnte geil werden, allein, es ist schon, da kommt schon ein cooles Feeling direkt rüber von Anfang an hier mit dem Video, wie die da stehen, der Beat, fängt sehr nice an, könnte ich mir schon geil vorstellen, ich fand den letzten Song von Anonym ja sehr geil, Winter Blues, den fand ich echt geil, Comeback davor war auch ganz gut, aber Winter Blues hat mich deutlich mehr gecatcht, Say It feiere ich auf jeden Fall, seitdem er nicht mehr bei Alpha ist und sein eigenes Ding macht, so hat er auf jeden Fall richtig, richtig krass sich gesteigert, finde ich, Say It ist auf jeden Fall, finde ich der Beste, der bei Alpha war. Von den allen Signings, die Kolle hatte, so war Say It der Beste. Und das hat er dann, nachdem er da weg war, auch nochmal krass gezeigt, gerade mit seinem ersten Track, der rauskam. Oh, wie hieß der denn nochmal? Der erste Release von Say It, nachdem er nicht mehr bei Kolle war, ich weiß es gerade nicht mehr, wo er da in Asien gedreht hat und so. Ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt, der war auf jeden Fall auch mega krass, deswegen, ich erwarte hier echt ein Brett eigentlich tatsächlich, weil das beides Künstler sind, die ein bisschen underhyped sind, meiner Meinung nach. 179, lass die Gegend funkeln. Gott ist Großnacht aktiv, such mein Weg im Dunkeln. Die Bitch bleibt Plastika, Reifen, Caravana. Aber bitte alter Abstand, ich bin Malatiana. Kickdown im BMW, Richtung hinten Limmer. Und immer noch läuft der Beat in mein Kinderzimmer. Er hat eine geile Stimme auf jeden Fall. Er hat einen guten Druck in der Stimme, finde ich. So dieses typische, also der könnte, glaube ich, auch so auf so einem richtigen aggressiven Banger-Beat oder so, könnte der auch richtig abreißen, der Typ. Aber halt auch auf sowas hier. Finde ich, passt sehr gut. Klingt sehr nice, der Anfang erstmal. In mein Kinderzimmer, Einzelgänger, Luft bei Weg, auch im miesen Wetter. Fahren Heide, bleiben oldschool wie Diesel Zettler. Wie am Stern am Dachhimmel. Ghetto Life, Digi Cops, die ich abwimmel. Sie trägt nur Lucio Vanotti. Und ich mach eine Mio auf Spotty. Eine Mio auf Spotty. Ja, ich finde, er bringt ein cooles Feeling, kommt irgendwie hier rüber. Ich finde es auch cool, wie das Video teilweise so ein bisschen schwarz-weiß, also nicht komplett schwarz-weiß, aber so auf jeden Fall mit einem Schwarz-Weiß-Filter teilweise. Und so hier natürlich jetzt nicht, aber am Anfang und so, das kommt alles ganz cool rüber. Gefällt mir echt gut. Mach eine Mio auf Spotty. Ihr seid Fotzen mit Schmuckbeschwerden. Ich bleib gerade Digi, weil wir nicht genug zu sterben. Ich bring Pazzi, Park und Nelly. Nenn mich Maka Maka. Wenn der Weg grad unendlich scheint, hab ich immer noch denselben Kreis und trage immer noch dieselben Nikes. Solange ich von Dämonen keine Ängste zeig, kann ich sagen, dass mein Name unvergessen bleibt. Wenn der Weg grad unendlich scheint, hab ich immer noch denselben Kreis und trage immer noch dieselben Nikes. Solange ich von Dämonen keine Ängste zeig, kann ich sagen, dass mein Name unvergessen bleibt. Geil, Hook gefällt mir auch. Ist halt nicht so dieses typische Autotune-Gehabe hier, sondern einfach mal tatsächlich klassisch. Einfach nur Rap, Hook, also Part, Hook. Schön, gefällt mir alles gut, stabil. Ist mir mal gespannt, was Say It hier liefert. Mein Name unvergessen bleibt. Zurück in die Vergangenheit, weit weg von Bekanntheit. Doch auch heute esse ich noch Fladenbrot mit Lammfleisch. Azrael, Erzengel, mein Blut ist Raserie. Ich hab keinen Bock mehr auf den Lifestyle aller Charlie Sheen. Manchmal sehen wir viele Wege, doch wir... Ah, okay. Kein Bock mehr auf den Lifestyle aller Charlie Sheen. Oder Charlie Sheen, wie auch immer. Sayed ist jemand beim... welches Konzert war das? Scheiße, welches Konzert war das? Ich weiß nicht mehr, bei welchem Konzert wir waren, Alter. War das Imperator? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es Oberhausen. Oberhausen war es definitiv.
Ich weiß noch nicht mehr, von welchem Album die Tour war oder ob es Suelter Tape war. Ach, keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall haben wir das Sayed getroffen auch. Mit dem haben, da waren, wurden halt Fotos gemacht, so mit Kolle. Sayed stand da halt auch rum und so. Und Sayed auf jeden Fall sehr sympathischer Typ. Also kann er natürlich jetzt nicht komplett alles einschätzen, charaktermäßig, nur weil man den mal kurz 2-3 Minuten gesehen hat, mit dem kurz gequatscht hat. Aber macht einen sympathischen Eindruck auf jeden Fall. Wollte ich nur mal kurz anmerken, hat natürlich jetzt nichts mit dem Song zu tun, aber einfach mal kurz erwähnen hier. Wisst ihr, ich strecke doch meine Videos immer auf über 10 Minuten, auch wenn ich kein Partner bin. Ja, da wurde mir auch schon öfter vorgeworfen. Oder es war so ein, das erzähle ich jetzt einfach kurz. Ja, wer sich dafür nicht interessiert, kann kurz weiterskippen. Ich bekomme tatsächlich teilweise Kommentare von Leuten, die schreiben, Huso, streck doch Video nicht über 10 Minuten, nur wegen Geld. Also erstens bin ich, wie gesagt, kein YouTube-Partner momentan. Das heißt, ich verdiene kein Geld damit. Ist also auch völlig scheißegal, wie lange die Videos sind. Könnten auch 18 Stunden sein, völlig Juppe. Zweitens werden die Sachen, Musik-Reactions, zu 90-95% auch geclaimed. Das heißt, entweder werden sie teilweise gesperrt, dann ist das Video halt einfach nicht da. Oder wenn sie geclaimed sind, bekommen die Musiker die Einnahmen. Was natürlich auch völlig zu Recht so ist. Die können die Einnahmen von mir aus gerne bekommen. Überhaupt kein Thema. Das ist auch völlig zu Recht so. Aber das, allein deswegen bringt es ja auch nichts, sowas über 10 Minuten zu strecken, wisst ihr? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann wurde halt noch, hat einer mal geschrieben, ja, das sieht man, weil du rechts rüber guckst. Also wenn ich hier rüber gucke auf meinen zweiten Bildschirm, da läuft ja die Aufnahme. Das macht man aber erstens, um zu gucken, zum Beispiel wenn ich jetzt hier rüber gucke, ob meine Audacity-Aufnahme noch läuft. Läuft noch. Und ich gucke teilweise wegen Claim auch, ob ich jetzt länger als 30 Sekunden habe laufen lassen, manchmal, bei manchen Tracks. Hier jetzt nicht, bei Anonym oder Sayed habe ich keine Angst, dass es gesperrt wird. Aber wenn du jetzt auf irgendwas reactest, wo halt du weißt, das ist ein Künstler oder da ist ein Label hinter, was öfter oder schneller sperrt, dann lässt du das Lied einfach nicht so lange laufen. Ja, und nur weil man mal rüber guckt, ob das Bild, wie es aussieht und ob das noch läuft, dann streckt man das Video nicht automatisch. Ja, Bullshit. Selbst wenn das Video hier länger als 10 Minuten ist, who gives a fucking fuck, Alter? So, und jetzt kommen wir mal wieder zum Track zurück, denn der ist echt nice und wir hören jetzt Sayeds Part an, Alter. Sorry für den kurzen Zwischen-Scheiß hier mal. Manchmal sehen wir viele Wege, doch wir nehmen den erstbesten. Und manchmal wird aus Wertschätzen Herz brechen. Falt die Hände und blicke zum Himmelslicht auf. Lieber Gott, sag mir, wann treffe ich die richtige Frau, yeah. Spür das Feuer in den Strophen, all die teuflischen Dämonen. Ich betäubte sie mit Drogenfilmen. Mein Kopf dreht sich nicht ab in einem OCB. Legt mein Vater weiße Blüten auf sein Rosenbeet. Das ist eine Gänsehautzeile, Alter. Puh, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber das ist definitiv eine Gänsehautzeile gewesen für mich, gerade mit den OCB-Papes und dann legt er, was legt er bei seinem Vater aufs Grab? Ich habe es gerade nicht verstanden. Auf jeden Fall sehr selbstreflektiert und hinterfragend hier von seinem eigenen Lifestyle, den er halt so hatte. Er sagt, er will nicht mehr Charlie Sheen sein, nicht mehr die ganzen Frauen nur klären, nichts mehr mit Drogen und so, sondern einfach die richtige Frau treffen und zur Ruhe kommen im Prinzip, sag ich mal. Und dann die Zeile mit seinem Vater und dem Grab, sehr schön, sehr, sehr schön. Mit Drogenfilmen, mein Kopf dreht sich nicht ab in einem OCB. Legt mein Vater weiße Blüten auf sein Rosenbeet. Hass im Herz ist ein Alltagsgefühl. Doch denke mal dran, Bruder, Allah Chokü. Nein, ich bin nicht fehlerfrei, doch hab keinen falschen Charakter. Und aus einem Meer aus Blut mach ich kristallklares Wasser. Wenn der Weg. Boah. Geiler Part von Sayed. Schöne Zeilen, Alter. Sehr geil. Bin ich fehlerfrei, doch hab keinen falschen Charakter. Auch sehr geil. Denke mal dran, Bruder, Allah Chokü. Nein, ich bin nicht fehlerfrei, doch hab keinen falschen Charakter. Und aus einem Meer aus Blut mach ich kristallklares Wasser. Aus einem Meer aus Blut mach ich kristallklares Wasser, Alter. Auch echt eine schöne Zeile. Richtig, richtig poetisch, Alter. Nice. Gefällt mir echt gut. Die beiden harmonieren gut zusammen, passen gut auf den Track, finde ich. Ist eine coole Kombo. Könnte man öfter mal hören. Würde mich jetzt mal interessieren, wie die zusammen abreißen würden auf einem härteren Beat oder so. Das wäre mal interessant zu sehen, glaube ich. Kristallklares Wasser. Wenn der Weg grad unendlich scheint, hab ich immer noch denselben Kreis und trage immer noch dieselben Nikes. Solange ich von Dämonen keine Ängste zeig, kann ich sagen, dass mein Name unvergessen bleibt. Wenn der Weg grad unendlich scheint, hab ich immer noch denselben Kreis und trage immer noch dieselben Nikes. Solange ich von Dämonen keine Ängste zeig, kann ich sagen, dass mein Name unvergessen bleibt. Wenn der Weg grad unendlich scheint, hab ich immer noch. Ich finde die Hook auch geil, die ist einfach cool, das ist einfach eine coole Hook. Nix hier mit Lelele, Tralala, sondern einfach eine stabile,
schöne Hook. Und wenn es scheint, hab ich immer noch denselben Kreis und trage immer noch dieselben Nights. Solange ich von Dämonen keine Ängste zeig, kann ich sagen, dass mein Name unvergessen bleibt. Geil. Wisst ihr, wann so ein Track richtig ballert, Alter? Wenn ihr abends oder nachts im Auto sitzt und sowas hört, Alter. Das ist wirklich, also ich habe früher mal so gedacht, warum labern immer so viele im Auto, ballert das voll oder so. Aber wenn man wirklich mal nachts rumcruist oder so, da wirken viele, ja, da wirkt Musik generell ganz anders beim Autofahren, vor allem nachts. Und das ist irgendwie ein ganz anderes Feeling. Ich weiß auch nicht, falls ihr das noch nicht mal, falls ihr noch zu jung seid fürs Autofahren oder ihr keinen Führerschein habt oder so und das nicht nachvollziehen könnt, es ist wirklich so, ja. Also wenn man so Auto fährt oder so, gerade so Rap teilweise, gerade solche deepen Dinger oder mit melancholischen Beats und so, das ist alles ein ganz anderes Feeling. Aber ey, ich habe so viel, ich glaube, ich habe noch nie so viel Bullshit gelabert, abseits von dem Track meiner Reaction. Sorry auf jeden Fall an die Leute, die sich jetzt in erster Linie für den Track hier interessiert haben, dass ihr meinen ganzen Bullshit hier hören musstet. Track finde ich auf jeden Fall echt cool, die beiden passen gut zusammen, jeweils coole Parts. Ich fand den von Sayed einfach inhaltsmäßig ein bisschen cooler, weil die Lines mir besser gefallen haben, aber Anonym hat auch gut abgeliefert hier, die Hook von Anonym gefällt mir sehr gut. Locations und so waren auch alle cool, schönes Street-Video hier mit dem Kiosk und den 96-Stickern, der kommt ja aus Hannover, sehr schön. Hat gut gefallen. Leute, ihr wisst Bescheid, Künstler supporten, Link unten in der Beschreibung. Ihr seht es jetzt online hier überall auf Spotify, Amazon, iTunes, Apple Music, bla bla bla, whatever, Google Play. Gönnt euch Leute, supportet die Künstler, lasst auch hier gerne ein Abo da. Ich wünsche euch jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, macht es gut, haut da rein und ciao.